Moin und Servus, liebe Leute, willkommen zurück bei der Jagdzeit und Bloodborne. Ich bin jetzt hier im unteren Ptumeranischen oder so ähnlich Labyrinth. Ebene 2 diesmal beim Boss. Also nicht hier Ebene 3 zu einem Ritualblutfarmen, sondern Ebene 2 beim Boss. Weil. Ne, das ist dann falsch. Genau hier soll es nämlich diesen Extraktor geben für den Workshop, also für die Werkstatt. Und ja, deswegen schaue ich da jetzt mal, dass wir den noch herbekommen. Ich habe zwar gedacht, dass ich alles abgegrast habe, dem ist aber wohl da nicht so. Und ja. Genau hier. Seitentür. Vor dem Boss, da soll es drin sein. Und zwar muss ich jetzt da dann wieder hin zu den Ratten. Oh. In die Tunnel, genau, da ist schon mal der Tunnel. Zumindest einer von denen. Ja, der Skorpion. Keine Ahnung. Was ist das? So. Jetzt komme ich von da. Also hier weiter. Genau, da sind die ganzen Ratten. Ach, guck mal hier. Sogar nur eine Leiche. Nein. Oder auch nicht. Ah, sicherheitshalber. Nicht, dass mir irgendwas immer in die Quere kommt. So. Jetzt muss ich irgendwie in eine riesige freie Fläche kommen. Ja, da hinten wahrscheinlich. Hier irgendein rumrennen. Hä? Au. Kacke hier. Huch, wo kommst du her? So, und zwar auch mal danke, dass ihr das geschrieben habt, von wegen, ach, das da hinten könnte es natürlich sein, das ist hier mit dem Ritualblut, oh shit. So, dass er das eigentlich bevorzugt dann nur dann droppt, wenn der sich nicht in dieses, ich sag jetzt mal, Enrage-Modus gerät. So. Ritualblut 4, ein Stück, sehr schön. Das ist schon mal der erste von 9, das ich ja wieder brauche. Den dahin haben wir noch sicherheitshalber. So. Dann schauen wir da mal, ob das zufälligerweise jetzt genau hier ist. Werkstatt Schleierentzieher. Genau das Ding. Sehr schön. Also Abflug. Das war's hier. Das ging jetzt wenigstens mal flott. Jetzt haben wir das Werkstatt-Tühlchen auch noch. Und dann geht's jetzt dann auch dann weiter mit dem neuen Dungeon, was wir beim letzten Mal freigeschalten haben. Da ist es dann so, dass ich hier mindestens in Layer 2 rein muss. Also Ebene 2. Weil da gibt es dann hier diese Waffe Bestienklaue. Ist ja noch eine der ganzen Hunter-Waffen, die ich benötige für die andere Trophy. Vor natürlich der Endboss-Waffe. Genau.
Ebenso wie auch, dass ich generell eh ein Layer 3 muss. Zwecks. Was war da? Ach genau. Die Materialien, die benötigen. So, und es ist hier kein Schleier. Wird aus Ritualmaterialien herausgekratzt. Nach der Entnahme gehen die Materialien verloren. Gut, das ist klar. Arkanschleier ist ein wichtiges Material für bestimmte Kelchrituale. Genau, und jetzt sieht man es auch schon, was gibt. 10, 7, 5, 2, 5, 7 und so weiter und so fort. Zum Beispiel das hier brauche ich nicht. Doch, genau, das brauche ich nicht. Zum Bleistift etc. bla bla bla. Sieht man das hier alles. Das lasse ich jetzt aber mal noch. Machen wir fix mal schnell das hier. Genau. Das ist soweit dann schon mal ready. Und jetzt geht's hier los. Vielleicht mit Loran. Der letzte freigeschaltene. Na, schauen wir doch mal. Stufe 4. Schwer. Zweithöchster Schwierigkeitsgrad. Stufe 5 gibt's dann nur noch. Ja, und Stufe 6 in Anführungszeichen ist der Endboss. Von den ganzen Dungeons. Aber jetzt muss ich erstmal hier durchkommen. Manche fluchen auch schon gewaltig hier rum. Ja, mei. Muss man halt mal schauen, ne? Wie das hier so ist. Also theoretisch für den nächsten Dungeon brauche ich noch 8-mal Ritualblutstufe 4 und 2-mal von dem Bastard von Loran. Material. Jo. Aber da ich ja eh bis Layer 3 runter muss, ist jetzt hier Layer 1 logischerweise. Sieht man ja rechts unten. Dann sollte das eigentlich auch passen. Schauen wir mal gerade. Da hinten ist theoretisch der Hauptweg, also gehen wir es mal hier rein. Ein Wolf. Wow. Okay. Also so einen normalen Fuzzi brauche ich jetzt schon 3 Schläge. Aha. Das kannst du vergessen, Digga. 2825. Oh nein. Eine Klingeltante. Sehr schön. Da kommt auch schon der erste von der Klingeltante. Ah, die wird der Hudebo wieder da oben sein. Wie die Viecher ziehen mittlerweile. Scheiße hier. Ist sie da? Boah. Ach ja, da war was. Mist. So, gut. Die ist clear. Ah, jetzt aber auch so nur mal kurz zurück, wenn nicht, dass ich. Da jetzt hier gerade momentan überall Blitz ist, Lone, aha, könnte ich fast wetten, dass hier der Boss, dieser Blitzmacker wieder ist, der Paarung wieder hieß. Weil, das habe ich jetzt nämlich auch herausgefunden, hier in den Dungeons können noch normale Bosse spawnen, die man schon getötet hat, ist aber wie immer Zufall. Gibt nur so einen bestimmten Pool, oh shit, zwischen 10 und 12, Gegnern und dort hat immer zufälligerweise irgendwelche ausgewählt. Oh nein. Zach. Ne. Bam. So. Wer ist das? Blitzdunstedelstein. Ach, eine Spinne.
Oh, shit. Hallo? Aha, gleich die nächste. Stufe 5, Edelsteinchen. Blutfiole. Letzte Münzen, super duper. Natürlich hier ein ganz wichtiges Item. Noch nie benutzt. Tja. Nee. Quecksilber. Quecksilber. So, hier ist nichts. Ah. So, können wir da reinschauen. Da ist auf jeden Fall schon mal eine Falle, da vorne ist der Trigger. Spinnen sind hier wohl auch keine. Nee. So ist ein Typ da vorne. Ist das der einzige oder was? Wohl ja. Wow. Okay, also lahmarschig ist sie nicht. Dutzblut, Edelstein, Stufe 4. Eine Riesentruhe, sehr schön. Schauen wir mal. Ritualblut 4. Sehr schön, noch eins. Jo, und das war sie auch. Aufpassen, dass ich jetzt die Falle nicht trigger, sonst könnte ich fast werden, wenn die mich voll trifft, bin ich sowas von weg. Hallo? Ah, jetzt bin ich hier. Okay, das dürfte es hier eigentlich gewesen sein, ne? Wenn ich jetzt schon wieder hier bin, oder ist da hinten noch ein Weg? Nee, ne? Nee. Ja. Das hier war es zumindest. Oh, es gibt hier noch irgendwas? Nee. Gut. Ja, da hoch bin ich ja gegangen. Genau, das war's hier. Dann weiter den Hauptweg entlang. Alles echt schon gut knackig geworden, ne? Also viel Fehler darfst du dir hier nicht erlauben. So. Genau, und hier geht jetzt aus der Hauptdungeon los. Pling. Soll ich sicherheitshalber... Hm. Ach ne, scheiß drauf. Zurück hatte ich mir gerade überlegt. Oh ne. Jede Menge von den kleinen Mistviechern. Da hinten wäre dann der Boss. Spinnen gibt es keine. Fallen wohl auch nicht. Mal gucken, ob wir die jetzt irgendwie einzeln pullen können. Ja. So. Alle geben echt gewaltig viele EP. Was mir natürlich ganz gut zugute kommt. Damit ich natürlich hier... Also schon der EP gesagt. Ich meine... Oh nein. Nein, 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 nein. Blutechos. Alter. Okay. Da hatte ich jetzt mehr oder weniger gewaltig Lack, dass ich ihn noch getroffen habe. Puh. Na toll, die droppt nichts, ne? Pff. Damit ich hier noch ein paar Level-Ups bekomme. Quatsch.
Und tschüss. Genau. Blutfiole, da ist nichts, okay. So, Leiter hoch, oder nicht? Ich gehe erstmal da lang. Schauen. Mhm. Aber auch geil gemacht hier mit den ganzen Wurzeln und so weiter. Oh, fuck. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken. Oh. Scheiße. Da ist ein Wölfi. Nein. Okay, so eine Guillotine kann dann doch praktisch sein. In so einem Fall zumindest. Man weiß ja nie. Ah, nächste Falle. Ein kleines Trüchlein. Oh, Ritualblutstufe 5. Sehr schön. Ist nix. Ist auch nix, aber ist eine Falle. Nö. Das war's dann wohl hier. Ja. Jop. Okay. Fuck. Doppeltrigger. Auch neu. Jo, die fallen dann natürlich hier pro Stufe auch mehr und heftiger. Hallo? Okay, schon mal keine Spinnen. Aber auch irgendwie keine Gegner. Hä? Ach doch, da. Zum Beispiel. So. Hm. Hier ist nichts, auch kein Durchgang. Da hinten kauert nochmal einer. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Die sind ja relativ angenehm. So, genau, dann halt hier lang. Aha. Blitzalarm. Oh nein. Nicht schon wieder so eine Tante. Nein. Das war sie wohl, ne? Ja. Na denn. Einmal Hebel pushen, bitte. Pupp. Ja. Ist auch nichts. Gut. Dann zurück. Jo. 114.000, das ist mir viel zu riskant, weil ich könnte es fast wetten, dass jetzt hier nach direkt Ebene 1 auch kein Mini-Boss mehr kommt, sondern direkt ein richtiger. Deswegen kurz mal nochmal sicherheitshalber Abflug aufleveln. Ja, und dann fast könnte ich wetten, Dunkelbestie Epal. Der war natürlich hier beim letzten Mal relativ dann einfach, wo ich so hoch gepusht war. Na, schauen wir mal, ob das auch tatsächlich ist. Dach. So, zwei Level-Ups könnte ich machen. Definitiv ein Vitalität. Ja, ein Ausdauer nehmen wir auch nochmal mit. So, sehr schön. 24.000 noch. Kann mal schauen, was wir jetzt hier kaufen können. Ne, gibt es immer noch nicht. Komisch. Ich habe geschrieben, dass wir es mit Einsicht anscheinend kaufen können. Aber wegen was auch immer kann ich das auch noch nicht. Ja. So, sehr schön. Gut, dann ab zum Boss. Ebene 1.
Da bin ich jetzt mal gespannt, was das wird. Auch gleich mal gucken, ob ich die Molotow-Cocktails auch zur Sicherheit halber noch ausgerüstet habe. Aus der Boss auf Stufe 4. Oh Mann.